Wir begrüßen euch von der Gemeinde und wir hoffen, ihr könnt alle diesen Film jetzt dann noch zusehen. Wenn ihr nicht da wart, dann erzähle ich euch kurz, was wir heute gemacht haben. Wir haben, heute ist ja Pfingsten gewesen und es ist ein besonderer Tag dadurch, dass man ja schon in der früheren Zeit auch in der Bibel darüber gelesen hat, was Pfingsten eigentlich ist. Hier ist der Heilige Geist zu den Aposteln gekommen und hat ihnen gezeigt, was durch den Heiligen Geist passieren kann. Sie haben dann mit fremden Zungen gesprochen und wir haben heute darüber gesprochen, wie wir diesen Heiligen Geist spüren können, wie wir unterscheiden können auch, ob es der richtige Heilige Geist ist oder ob es nur von unseren inneren Gefühlen heraus ist, ob etwas wahr ist oder ob etwas nicht wahr ist, ob wir rechts oder links gehen sollen. Dieser Unterschied, dieses Unterscheiden ist etwas wichtig, was wir machen sollen. Und so haben wir heute ein Thema gehabt, wie wir das unterscheiden können. Und Präsident Nelson hat dazu einen Satz gesagt, den ich euch auch noch mitgebe. Es wird in den künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes zu überleben. Ich hoffe, dass wir euch das nächste Mal sehen können und ich hoffe auch, dass ihr gesund seid und dass wir uns demnächst hier wieder zusammenfinden.